Die Verleihung der Golden Globes gehört zu den wichtigsten Ereignissen in Hollywood. Alljährlich kürt der Verband der Auslandspresse in einer glamourösen Veranstaltung die seiner Meinung nach besten Filme, der Auftakt der Partysaison, die mit den Oscars Anfang März ihren Höhepunkt findet. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Der Skandal um sexuelle Belästigung und Vergewaltigung in der US-Unterhaltungsindustrie dominiert auch die Golden Globes. Die meisten Stars kommen ganz in Schwarz gekleidet zu der Zeremonie. Was in den vergangenen Monaten passiert ist, war so finster, so traurig und unangenehm, aber es kann hilfreich sein. Wir tragen alle Schwarz als symbolischen Akt. Was aber einen wirklichen Unterschied machen wird, sind Bewegungen wie Time's Up. In der Initiative gegen sexuelle Gewalt haben sich hunderte Schauspielerinnen, Autorinnen und Regisseurinnen zusammengeschlossen. Zu den Golden Globes bringen viele Stars Aktivistinnen mit. Meryl Streep etwa kommt mit Eileen Poole, der Vorsitzenden der Nationalen Vereinigung der Hausangestellten. Letztlich geht es aber doch um das Kino. Abräumer als bestes Drama ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonagh. Der Streifen aus dem Nichts des Hamburger Filmemachers Fatih Akin gewinnt einen Golden Globe als bester fremdsprachiger Film.